Hallo und willkommen zurück. Heute sprechen wir über mein neues Training und zwar ein Unterkörper- und Oberkörpersplit. Viel Spaß, los geht's. Ich weiß, die Frage wird jetzt wahrscheinlich häufiger kommen. Wieso zum Teufel trainiert er ein Oberkörper-Unterkörper-Split? Das ist so der typische Beginner-Split, wenn nicht sogar Ganzkörper, was ich übrigens auch überlegt habe. Aber es hat einen gewissen Grund, wieso ich das trainiere, und zwar mehrfach die Woche. Ihr habt recht, dass Trainingsbeginner häufig in einer hohen Frequenz trainieren, da sie pro Muskel weniger Volumen brauchen, um Progress zu machen. Ganz einfach, um den smarten und intelligenten Schritten zu folgen, trainieren die häufiger, dafür weniger intensiv, um zu Beginn die möglichst großen Erfolge mitzunehmen. Später dann, wenn es darum geht, Muskeln wirklich zu attackieren oder Schwachstellen aufzuarbeiten, sollte man es in gewisser Weise anders splitten. Bin ich vollkommen mit einverstanden. Wir wollen aber jetzt mal versuchen, oder ich will versuchen zu erklären, wieso in meinem Fall ein Oberkörper-Unterkörper-Split absolut sinnvoll ist. Und zwar, wir müssen ein paar Grundregeln und die Fragen hingehend smart beantworten können. Die Frage Nummer 1. Was muss tatsächlich stattfinden, um Muskulatur aufzubauen? Wir brauchen ein sogenanntes Mindestvolumen. Das sind mehr als 8 Arbeitssätze pro Muskel pro Woche. Alles, was darunter ist, verstreicht man eher auf Erhaltung oder Nicht-Abbau, was wir ja nicht fokussieren, sondern wir wollen ja Muskeln aufbauen. Also, wir brauchen pro Muskel pro Woche mindestens 8 Arbeitssätze. Kann ich das bewerkstelligen mit einem Oberkörper-Unterkörper-Split? Die Antwort ist ja. Die nächste Frage ist die Frage der Intensität. Kann ich 8 Sätze mindestens pro Woche intensiv genug trainieren, um pro Satz einen gewissen Stimulus zu kreieren in der Muskulatur? Dieser Stimulus, oder Muskelreiz genannt, sorgt quasi für die Informationskette, die dann folgt, getreu nach dem Motto, wenn ich nicht stark genug bin, muss ich beim nächsten Training stärker sein, und dann adaptiert sich der Muskel und man wird stärker. In der reinen, blöden Theorie. Kann ich intensiv genug trainieren, um Stimulus zu setzen in 8 Sätzen? Die Antwort ist ja. Die nächste Frage ist, aktuell die Notwendigkeit gegeben, einen gewissen Muskel priorisiert zu trainieren? Die Antwort ist nein, zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ich will nicht sagen, dass ich perfekt ausgeglichen bin, aber die Schwachstellen wie Hamstrings und Rücken konnte ich letztes Jahr extrem gut bearbeiten. Deswegen auch mehr Fokus letztes Jahr auf Back und Hamstrings, also Rücken und Beinbeuger. Die haben massiv aufgeholt und jetzt kann ich glücklicherweise sagen, dass ich relativ ausgeglichen bin. Also wenn es um Muskelaufbau geht, dann geht es tatsächlich um jeden Muskel. Die nächste Frage ist, kann ich das recovern? Recovery inkludiert Essen, Schlaf und alle anderen Maßnahmen, die man ergreifen kann, um möglichst schnell zu regenerieren. Das heißt unter anderem auch Supplements und Medikamente. Ist das alles gegeben? Essen? Absolut. Ich kann aktuell so viel essen wie noch nie. Kann ich gut recovern? Zugegeben, mein Schlaf ist nach wie vor nicht gut. Ich habe herausgefunden, dass ich zeitzonenbedingt immer ein bisschen hinterherhänge durch viele Reisen. Wir waren zuvor in Mexiko und da sind, glaube ich, 7 Stunden, 8 Stunden Zeitunterschied. Also es ist ein anderer Kontinent, wir haben komplett andere Zeitzonen. Also der Schlaf ist unterm Strich nicht gut. Kann man verbessern. Lassen wir bei der Seite und fokussieren uns danach drauf. Supplements, bombastisch. Kann ich mir alles reinschrauben, so viel ich will, wann ich will. Und so, wie es mir gerade passt. Ich kann also alle Bedürfnisse erfüllen. Thema Medikamente, selbes Spiel. Die Verfügbarkeit ist gut. Ich kann mich quasi austoben. Nach wie vor hat das alles Grenzen. Ihr wisst, gesundheitlich bedingt. Und wir wollen das Ganze auch nicht überspannen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben 3 Haken und ein Solala. Wenn wir jetzt über den Schlaf sprechen, wir können natürlich an Schlafhygiene arbeiten. Nicht mehr so spät an Displays sitzen, am Arbeiten, am Handy, Filme gucken, aufregende Dinge tun.
zur gleichen Zeit ins Bett gehen und so weiter und so fort. Ich habe noch kleine Helferchen, Melatonin zum Beispiel, Sleep and Dream, die ganzen Sachen. Die helfen das, mein Schlaf ist nicht absolut vollkatastrophal, aber nicht auf dem Level wie alle anderen Parameter wie Training, Essen etc. Kleine Unterbrechung an der Stelle, diese Woche sind ERAs im Angebot plus Glutamin im Angebot. Also unten in der Beschreibung einmal abchecken, es gibt 20% auf die Essentials. Unbedingt einkaufen, smart sein, Geld sparen und jetzt geht's weiter. Last but not least, und das spielt auch eine ganz große Rolle, Stress. Und ich rede nicht von physischem, also körperlichem Stress, sondern dem mentalen, psychischen Stress. Hier in Dubai bin ich relativ abgeschattet von Dingen, die mich aufregen. Ich habe keine unnötige Papierarbeit, kein kompliziertes Leben. Hier ist alles quasi ein Klick entfernt. Ich habe ein geiles Gym, ich habe coole Leute, meine Frau ist mit mir dabei, wir haben ein tolles Apartment, wir haben ein Auto, wir haben ein sehr leichtes Leben. Wir haben uns das sehr gut zurechtgebaut. Nicht super luxuriös, aber wir haben alles, was wir brauchen, in Hülle und Fülle. Also auf die Dinge, auf die es ankommt, die haben wir. Das heißt, alle Maßnahmen darum herum sind absolut geeignet dafür, sehr viel Stimulus zu setzen, sehr viel zu recovern und dementsprechend auch sehr viel Muskulatur aufzubauen. Jetzt kommen wir mal etwas detaillierter in das Training. Wie ich gesagt habe, es ist gesplittet in den Oberkörper und Unterkörper. Ein Oberkörpertraining inkludiert ein Rückentraining, ein Brusttraining, ein Schultertraining und ein Armtraining in Klammer B und Trizeps. Das mache ich alles an einem Tag in einem Training. Dasselbe gilt für die Beine, da gehört der Quadrizeps dazu, Gluteus, Adduktoren und Beinbeuger, also Hamstrings. Auch alles an einem Tag. Wenn wir das Ganze jetzt mal in Zahlen oder, wie soll ich sagen, visualisiert uns vorstellen, habe ich die Woche mindestens 2 Trainingseinheiten für den Oberkörper und mindestens 2 Trainingseinheiten für den Unterkörper. Das sieht wie folgt aus. Ein Tag Oberkörper, der nächste Tag Unterkörper, ein Tag Pause. Das ist dieser 3-Tages-Wechsel. Das heißt Oberkörper, Unterkörper, Pause. Oberkörper, Unterkörper, Pause. Je nachdem, wie ich mich fühle, kann ich eventuell diesen Zyklus weiterführen. 2 Tage on, ein off. 2 Tage on, ein off, and so on. Wenn ich merke, dass ich irgendwie extrem viel Wasser ziehe, mein Schlaf extrem schlecht wird, ich mich müde fühle, ausgelockt werde, im Training schlechter werde, alles diese Anzeichen von Übertraining, was eigentlich nicht gibt, was jeder sagt, kurz dazu, es gibt Übertraining und wenn man schlau genug ist, merkt man das auch relativ schnell. Also ich will niemandem vorweggreifen, niemanden angreifen, aber jeder, der sagt, es gibt kein Übertraining, der hat einfach nicht recht. Punkt. Übertraining bedeutet, dass wir in Sachen Performance, Leistung und Muskelaufbau nicht im optimalen Bereich liegen. Natürlich kannst du Muskeln aufbauen, das kannst du so weit treiben, bis du krank bist und dann wirklich ausfällst, weil dann machst du halt gar nichts mehr. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo du krank wirst, ist alles verkraftbar. Und je nachdem, wie ernst du es nimmst, kannst du die Sache auch noch durchziehen. Ich will aber das Optimum herausholen. Das heißt, ich muss ständig und stetig gut performen und besser und stärker werden. Wenn dem nicht der Fall ist, ist es mein Job als Athlet und auch als Coach, das so zu optimieren, dass ich fit, gesund, stark und erholt bin und zur richtigen Zeit die Performance abrufen kann, die ich abrufen muss, um gewisse Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel einen Muskelreiz zu setzen oder richtig zu verdauen, richtig zu schlafen, um zu recovern. Ihr merkt schon, der Kreis schließt sich langsam. Okay, das heißt, mein typisches Rückentraining und jetzt gehen wir das mal wirklich im Detail durch und mathematisch berechnet, also nur vorweg, ich will daraus keine großen Wissenschaft machen, aber ich will es einfach standardisiert und nachvollziehbar machen. Das ist nämlich der einzige Moment, wo wir Sachen umändern können, und zwar sinnvoll mit klugen Entscheidungen, wenn wir wissen, was wir getan haben und schlussfolgern können, warum Dinge eintreten und oder nicht eintreten. Wie gesagt, ich will keine Wissenschaft draus machen, aber um das auf Papier bringen zu können und kluge Entscheidungen zu treffen, müssen wir das so tun. Wir haben ein Rückentraining und im Oberkörper, das heißt, wir haben verschiedene Dinge, die wir erledigen müssen. Wir haben verschiedene Rückenmuskeln, die bedient werden wollen. Wir haben zum Beispiel die Trapezmuskulatur, die faktisch eine Sache macht und das ist die Schulterblätter fixieren zum Beispiel oder zusammenführen. Der Trapezius kann relativ viele Dinge, der ist aufsteigend, absteigend und so weiter. Das heißt, er kann die Schultern nach oben ziehen, die Schultern nach hinten
fixieren und nach unten fixieren. Das können wir alles in einem Training nicht machen. Das wären quasi schon drei verschiedene Übungen. Wenn wir dann noch die Latissimusfasern mit berücksichtigen, teres minor major, sind wir bei zu vielen Übungen. Das heißt, wir sollten uns, weil wir zwei Trainings die Woche haben, auf zwei verschiedene Übungen konzentrieren. In meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel eine Ruderübung für den Trapezius. Das heißt, was eignet sich dafür? Chest-supported T-Bar Rows. Eine absolut favorisierte Übung. Die trainiert in sehr großem Maße den Trapezius und aber auch teilweise den Latissimus mit, also die horizontalen Fasern. Das heißt, check für den Trapezius. Dann will ich natürlich noch eine Übung, die speziell auf den Latissimus geht. Da können wir jetzt auswählen, ob wir jetzt zum Beispiel Iliac Pulldowns machen, also einarmige Latzug-Varianten oder eine Low Row. In dem Fall habe ich mich für die Low Row entschieden oder eine Low Row Variante. Ob das jetzt am Kabel ist, am Seil oder wo auch immer, es muss latfokussiert sein, denn wir haben jetzt den Trapezius zu großen Teilen abgedeckt und den Latissimus zu großen Teilen abgedeckt. Da bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Das heißt, mit zwei Übungen kann ich komplett meinen Rücken zerstören und dementsprechend einen Muskelreiz setzen. Jetzt haben wir dafür, mindestens brauchen wir dafür 8 Sätze die Woche. Wir gehen zweimal trainieren, ergo sind das mindestens 4 Sätze Rücken pro Training. Machbar? Ja. Wir wollen aber nicht erhalten, sondern wir wollen Muskeln aufbauen. Das heißt, wir brauchen mindestens 12 bis 18 Sätze. Und ich rede nicht von einfachen durchgerappten Sätzen, dass man halt mal was bewegt hat, sondern das sollten 12 bis 18 knackige, gute Sätze sein. Knackige, gute Sätze bedeutet mindestens bis Richtung Failure oder Failure. Das inkludiert nicht die Warm-ups. Reine Arbeitssätze, 12 bis 18 Stück. Geteilt durch 2 sind das am letzten Ende 9 Arbeitssätze pro Training. Gesplittet auf 2 Übungen haben wir um die 4 Arbeitssätze pro Übung. Macht Sinn. Wir haben 4 Sätze Trapezius, also T-Bar Row, und wir haben 4 Sätze Low Row als Beispiel. Also haben wir alle Rückenparts bearbeitet mit jeweils 4 bis 5 Sätzen. Das passt. Dürfte nicht allzu lange dauern. Wenn man einmal das gute Warm-up drin hat, sind Ellenbogen, Schultergelenke, das ist alles warm, inklusive der Muskulatur. Um Zeit zu sparen, verwenden wir nicht 3 Übungen für 3 Sätze, weil dazu gehört immer so ein Findungssatz, den sparen wir uns, sondern fokussieren uns auf nur 2 Übungen. Traps, also T-Bar Rows, und Low Pulls, also Low Rows. Jetzt haben wir uns ganz viele Zwischensätze gespart, die unnötig viel Volumen kreieren, unnötig viel Recovery ziehen und haben nur diese Parts trainiert, auf die es wirklich ankommt. Kommen wir zur Brust und jetzt wird's smart. Wir haben unser Schultergürtel schon warm gemacht mit allen Rudernbewegungen. Wir haben unsere Ellenbogengelenke warm durch das ganze Rudern. Viele passive Strukturen und Gelenke sind bereits warm. Wir können uns dieses komplette Warm-up für den Rücken, für die Brust sparen. Das Einzige, was wir jetzt tun müssen, ist die Muskulatur dementsprechend auf neue Belastung vorzubereiten. Und das geht, wenn man das smart macht, relativ schnell. Habe ich für mich entdeckt, das sind diese Warm-ups mit 10, 8, 6 Failure. Warm-up Ende, dann habe ich einen Pump, ich bin warm, ich schwitze und dann kann ich Gewicht aufladen. Und dann kommen wir zu wieder 2 Übungen. In dem Fall ist das jetzt zum Beispiel eine Fly-Variante, ob das Packdeck-Flies, Cable-Flies, Dumbbell-Flies, whatever, egal. Irgendeine Fly-Variante, in dem Fall Packdeck-Flies und eine Pressübung wie zum Beispiel Flachbank, Schrägbank, Negativbank. In dem Fall Incline, also schräg. Auch hier dasselbe Thema, 8 bis 9 Sätze pro Training auf 2 Übungen gesplittet, 4 bis 5 knackige gute Sätze und raus da. Das geht auch relativ flott, wir reden hier von Minuten. Relativ kurze Pausen, ich mache jetzt keine 3-4 Minuten Pause dazwischen. Es dürfen ruhig so 1-2 Minuten sein. Harte Lifts, platt machen, raus, wieder rein, platt machen, raus, rein und so weiter. Dann kommen wir zu den Schultern. Die Schultern werden bei Brust und bei Rücken mittrainiert. Wir haben bei der Brust bei den Drückübungen den vorderen Teil der Schulter mit dabei, sowohl bei Flies als auch bei Incline, Flachbank oder Decline, ist immer dabei. Beim Rücken haben wir die hintere Schulter mit dabei. Das heißt, zwangsläufig würde ich vordere und hintere Schulter nicht separat trainieren, was uns zu einer letzten Übung bringt und es ist Seitheben.
Jetzt müssen wir hier natürlich mehr Sätze machen, weil wir auch hier ungefähr so 12 bis 18 Sätze brauchen. Ich habe es aber so gelöst, dass ich 6 Sätze mache, Seitheben, wirklich 6 Mal bis ins Nirvana, was mich zum Total von 12 Arbeitssätzen bringt die Woche. Das scheint zu reichen. Also wir sind ja am unteren Ende des wissenschaftlichen Bereiches für Muskelaufbau. 2x6 Sätze die Woche passt für die Schulter, inklusive Front- und Rear-Delts von Zugübungen und Rückübungen. Und Trizeps wurde bereits bei den Push-Übungen mittrainiert und Pull hat den Bizeps mittrainiert. Das heißt, auch hier brauchen wir nicht jeweils 12 Arbeitssätze oder 18, sondern ich habe das gelöst in 4 bis 5 Arbeitssätze auf 2 Übungen verteilt. Ich habe zum Beispiel Overhead, Cables und Dips, 2 bis 3 Sätze. Dasselbe für den Bizeps, eine hinter dem Körper, eine vor dem Körper. Das Ganze multipliziert, weil wir das öfter die Woche machen, bringt mich exakt auf die Werte, die ich haben muss, um Muskelaufbau zu triggern. Jetzt wird es interessant. Und das ist, glaube ich, der Haupthebel, wieso man in kürzester Zeit sehr viel Muskeln aufbauen kann. Dadurch, dass wir das mehrmals die Woche trainieren, haben wir, sagen wir mal, montags einen Oberkörperreiz. Wir haben relativ viele Muskeln, relativ viel Stimulus, können aber genug essen, um es zu recovern. Punkt Nummer 1. Am Donnerstag, also Dienstag ist dann noch ein Training, Mittwoch ist Pause, Donnerstag ist die nächste Push-Einheit. Das heißt, wir haben mindestens 72 Stunden Pause dazwischen. Passt es? Absolut. Jedes Trainingslehrbuch, jede Hypertrophielehre sagt, man braucht ungefähr 72 Stunden, vielleicht plus minus, je nachdem wie die Recovery ist, um einen Muskelreiz zu regenerieren und in der Superkompensation über dem Ursprungslimit rauszukommen. Ich versuche es nochmal kurz zu erklären. Das Grundprinzip für Muskelaufbau ist, du trainierst montags 100 Kilo Bankdrücken, 10 Wiederholungen, trainierst die Muskulatur kaputt, wartest 3 Tage, bis du recovered bist und solltest dann eigentlich stärker sein, um vielleicht 100 Kilo 11 Mal zu drücken oder 110 Kilo 10 Mal. Irgendeine Form von Progression muss vorhanden sein. Das bedeutet, dass wir stärker regeneriert haben, als wir vorher waren. Das heißt, die Kurve ist nach oben und so baut man Muskeln auf. Das ist das Grundprinzip, die Superkompensation. Wenn ihr das genauer wissen wollt, geht es mal bei Google ein. Superkompensation heißt es oder Überkompensation. Ist das gegeben? Ja, ich habe 72 Stunden dazwischen. Ist der Muskelreiz so intensiv, dass ich länger brauche als 72 Stunden? Nein, weil es nur 8 Sätze waren, dafür aber intensiv und knackig. Das heißt, jede Frage, die ich mir gestellt habe, ob das sinnvoll ist, konnte ich positiv beantworten. Kommen wir zum nächsten Thema, Medikamente. Die Medikamente unterstützen die Regeneration unglaublich. Wir reden nicht nur von Supplements, nicht nur vom Essen, sondern auch Medikamente, die die Proteinsynthese verstärken und effizienter machen, die einen Muskel stärker machen, die passives Gewebe schützt, Gelenke, Knorpel und so ein Kram. Das sind alles Dinge, die mir gerade absolut in die Karten spielen, um zu ermöglichen, dass ich so oft die Woche trainieren kann. Wenn wir jetzt zum zweiten Zyklus kommen, das heißt, wir haben Oberkörper, Unterkörper gemacht, wir haben Pause gemacht, kommen wir noch zu den Beinen, bevor es weitergeht. Bei den Beinen ist es ähnlich. Ich habe 2 Übungen, wir haben im Prinzip 2/3 Muskeln. Einmal der Quadrizeps, wo der Fokus drauf ist, und einmal der Beinbeuger, wo der Fokus drauf ist. Glutes, der Po, der muss jetzt von mir nicht unbedingt fokussiert werden. Der ist bei ganz vielen Übungen einfach mit dabei und wächst so mit. Ich habe den jetzt noch nie einzeln trainiert und ich habe einen dicken Arsch, also wird das schon passen. Wir haben Leg Extension und wir haben eine Pressübung. Ob das jetzt eine Beinpresse ist, eine Squat, eine Pendulum Squat, eine vertikale Beinpresse, ist egal. Extension plus Presse. Und das Ganze auch für 3-4 Sätze bei den Extension und dafür 6 Sätze bei den Main-Übungen. Wie folgt sieht es aus? Ich mache 3-4 Sätze Beinstrecker, gebe ihm 4 Sätze ins Nirvana bis Ende und dann geht es zu den Kniebeugen oder Belt Squat, in dem Fall Belt Squat oder Beinpresse und da gibt es 6 Sätze voll auf die 12. Das sind insgesamt auch so 9 Sätze mal 2 Workouts die Woche, sind über 18 Sätzen, bumm, Daumen nach oben, Job erledigt, kann es recovern, ja, bumm, Daumen nach oben, Job erledigt. Selbiges für Beinbeuger, da habe ich
den Beinbeugen im Sitzen, was die effektivste Übung ist für den Muskelaufbau für die Beinbeuger, also für die Hamstrings. Weil wir Punkt A eine Vordehnung haben, zweitens stabil im Gerät sitzen und weniger abfälschen können und drittens auch noch im direkten Sinne den Load des Gewichts auf den Beinbeuger setzen können, ohne andere Strukturen oder Muskeln mitzubenutzen. Und natürlich eine Übung wie zum Beispiel Deadlifts, die gehört auch mit dazu. Auch geil für den Stretch. Wir wissen, wir bauen relativ viel Muskulatur auf, wenn wir in gedehnter Position Gewicht aufladen. Also absolut essentiell. Selbes Spiel hier. 4 Sätze, 6 Sätze. Oder 3 Sätze, 6 Sätze. Insgesamt 9 Sätze, mal 2 die Woche, 18, Job erfüllt. Ja, Daumen nach oben, kann ich es recovern? Daumen nach oben, ja. Also immer ja, ja, ja. Wenn die Sachen gegeben sind, ist das ein funktionierendes Ding. Im zweiten Zyklus, also beim zweiten Oberkörper- und beim zweiten Unterkörpertraining, läuft es genau gleich ab, nur dass wir die Übungen wechseln. Wir haben jetzt T-Bar-Rudern gemacht für den Trap und Low-Pulls zum Beispiel, also Low-Row für den Latissimus. Jetzt können wir zum Beispiel Iliac-Pulldowns machen, von oben nach unten für leicht andere Phasen des Latissimus, immer noch Latissimus. Und die zweite Variante könnte vorgebeugtes Rudern sein, weil das eher in Richtung Trap geht. Aber auch hier, es geht wieder Trapezius, Latissimus. Hauptjob erledigt. Wir können auch wahlweise einen Latzug mit einbauen und zwar nach hinten gelehnt, sodass wir leicht in die Vertikale ziehen, was auch wieder den Trapezius angreift, weil wir mit den Schulterblättern arbeiten. Also wir öffnen sie und fixieren sie. So können wir variieren. Der Fakt ist aber, dass wir die Grundaussagen mit einem Ja beantworten. Haben wir den Trap oder die obere Rückenmuskulatur mit ungefähr 18 Sätzen die Woche trainiert? Ja, Daumen nach oben. Haben wir den Latissimus trainiert? Ja, Daumen nach oben. Und so geht das ganze Spiel weiter. Das heißt, wir haben unterm Strich hohe Frequenz, weil wir den Muskel mehrmals die Woche trainieren. Erster Daumen nach oben. Wir haben mindestens 72 Stunden Pause dazwischen, um zu regenerieren und besser zu werden als im letzten Training. Ja, Nummer 2. Haben wir genug Kapazitäten, um das alles zu recovern? Sprich Medikamente, Ernährung, Supplements. Deutliches Ja. Abgesehen vom Schlaf, da kann man immer dran arbeiten. Wir haben 3 Ja's. Ist die Intensität hoch genug für einen Stimulus? Ja, ich glaube, ich kann mittlerweile ordentlich trainieren, dass ich ein ganzes Workout innerhalb von 4 bis 6 Sätzen beenden könnte. Was gar nicht notwendig ist, weil wir haben 8, mindestens. Also ein 4. Ja. Haben wir genug Volumen, also Sets und Wiederholungen in den Total über die Woche? Ja. Jede Frage, die ich stelle, beantworte ich mit Ja. An der Stelle, wenn du eine Frage hast, die man nicht mit Ja beantworten kann, hast du zum Beispiel an XY gedacht und ich denke mir, scheiße, nein. Das wäre eine gute Kritik, daran kann man arbeiten. Aber bis zum Stand jetzt kann ich sagen, jede Frage, die ich mir logischerweise gestellt habe, konnte ich mit Ja und sehr positiv beantworten. Das bringt mich zu dem Entschluss. Jetzt aktuell in Dubai mit allen Gegebenheiten, die ich hier habe, ist ein Oberkörper-Unterkörper-Split der beste, den ich machen kann. Ich hoffe, ihr konntet dieser ganzen Theorie folgen. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt oder Trainingsvideos sehen wollt, wie das alles aussieht, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Das war es jetzt im Grunde genommen mit mal wieder viel Palaver. Ich wollte euch auf den neuesten Stand bringen. Mein Blutbild ist auch bald ausgewertet. Ich habe schon einige Werte bekommen, die übrigens sehr, sehr, sehr interessant sind. Die Werte hatte ich bisher noch nicht. Das soll schon mal gesagt sein. Das stelle ich euch dann natürlich auch vor, dass wir das alles mal als komplettes Paket bringen. Ich nehme euch nach wie vor sehr transparent, sehr offen und ehrlich mit durch meine Offseason. Die erste, die ich jetzt habe, seit über 4 Jahren. Also es ist für mich auch viel Neuland und viel Wiederlernen. Umso besser, dass ich einige Skills verbessern konnte die letzten Jahre, was Wissenschaft, Studien etc. anbetrifft und Anwendbarkeit im Bodybuilding. Man liest ja allerhand Zeug. Man muss aber wissen, was kann man davon tatsächlich anwenden und was ist nicht sinnvoll. Ich denke, da konnte ich mich ein bisschen entwickeln, habe vieles für mich reflektiert und lasst euch daran teilhaben. Das war's jetzt von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Nicht vergessen, bei Peak vorbeischauen, Rabatt mitnehmen, 20% auf Glutamin und auf die ERAs. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Mike.